So, willkommen zurück zu Foto Universal, unser Open House 2020, diesmal online. Wie gesagt, jetzt wieder in Nachfolge zu heute Vormittag die Firma Nikon bei uns zu Gast in Person von Henrik Mallmann. Henrik, nochmal guten Tag oder guten Abend schon fast. Hallo, ja genau. Nachdem wir heute Morgen die Z7 mehr oder weniger in Theorie besprochen, Z7 II in Theorie besprochen haben, geht es heute Abend jetzt tatsächlich um, ich sag mal, das echte, the real thing, nämlich die Z6 als römisch 2. Was hat Nikon denn da im Großen und Ganzen zusammengefasst nochmal gesagt, verbessert oder verändert im Vergleich zum Vorgängermodell Z6? Genau, also ganz wichtig ist auch, Z6 II ist bereits im Handel. Was ich hier habe, ist ein ganz reguläres Verkaufsmodell mit finaler Firmware. Das heißt, wir können Bilder zeigen, wir können alle Funktionen zeigen. Heute Morgen zur Z7, da hätte es nur Prototypen gegeben, die hatte ich nicht dabei. Da stand ja auch eine Z6 II. Deswegen jetzt geht es aber sozusagen richtig ins Eingemachte in der Praxis. Und was sich jetzt vor allem verändert hat im Unterschied von der Z6 zur Z6 II, sind einige hardwaremäßige Änderungen. Wir haben zwei XP6 Bildprozessoren drin, deswegen ist die Z6 II schneller, hat einen deutlich größeren Pufferspeicher. Autofokus ist verbessert worden, da werden wir gleich auch nachher noch was sehen oder würde ich gerne zeigen. Wir haben einen Hochformat-Handgriff, der in dem Moment also wirklich ein Auslöser-Handgriff ist, mit Auslöser, beiden Einstellrädern, das optionales Zubehör. Und vor allem auch zwei Speicherkarten-Slots, in dem Moment XQD bzw. CF Express und SD und in dem Moment UHS-2-fähig. Das ist ganz wichtig für Thema Geschwindigkeit, denn wir werden nachher sehen, Z6 II haut einiges an Daten pro Sekunde durch. Ja. Das sind natürlich nur einige Features, die jetzt hier erwähnt wurden. Es gibt natürlich noch eine ganze Reihe mehr. Nikon hat uns das in Listform zukommen lassen, was da alles geändert wurde. Es sind also noch viele Sachen, die auch im Detail wichtig sein können. Und ich denke, das ist jetzt eine richtig runde Sache, diese Kamera. Ich denke, am besten, wir steigen in die Praxis direkt mal rein. Genau. Dass wir mal sehen, am besten, ich sag mal so, ein wesentliches Feature wäre mal der Autofokus. Ja. Was sich da geändert oder verbessert hat. Genau. Also ich will erst noch mal sagen, Nikon hat das auch mal so hübsch betitelt, wir haben zugehört. Ein Großteil der... Kann das auch zeigen? Genau, ja, da ist die Folie, da gibt es eine Folie. Betitelt mit wir haben zugehört. Und sehr viele Verbesserungen sind einfach aufgrund von User-Input da. Also sowohl professionelle Benutzer als auch sonstige, die haben einfach gesagt, wir brauchen das, das funktioniert nicht und so weiter. Und das hat sich jetzt verändert. Und ja, wir schauen einfach mal zum Thema Autofokus. Ich aktiviere hier gerade einmal meine Kamera. Wir haben hier auch ein tolles, freiwilliges Modell. Wir haben hier einen kleinen Stoffbären, kennt jeder, Winnie the Pooh. Ist auch hübsch in Gelb mit Rot. Und da geht es jetzt einfach darum, einmal zum Thema Autofokus. Die normale Bedienung ist ja ganz einfach. Man drückt die untere Funktionstaste, da liegt bei den Nikon Z-Kameras standardmäßig der Autofokus drauf. Ich mache das jetzt einmal ein bisschen anders. Ich gehe über die Taste I. Jetzt sehen wir hier die Einstellung und das ist ja alles per Touch bedienbar. Und diejenigen von Ihnen, die eine Z6 oder Z7 haben, denen fällt auf, es gibt hier plötzlich neue Modi. Und zwar war es bisher so, dass Augen- und Gesichtserkennung immer auf das gesamte Bildfeld bezogen waren. Und es gab immer nur alle Felder inklusive Augen- und Gesichtserkennung, es sei denn, ich habe das im Menü ausgeschaltet. Das ist jetzt einmal gesplittet worden. Es gibt diese automatische Messwerksteuerung über das gesamte Bildfeld, also bei Z6, Z6 II, 273 Autofokus-Messfelder. Und die gibt es jetzt zusätzlich mit der Gesichtserkennung für Menschen und der Gesichtserkennung für Tiere. Und was jetzt ganz neu ist, ist, dass diese Erkennung eben nicht immer über das gesamte Bildfeld gehen muss, sondern dass ich die an das Weit-L-Messfeld koppeln kann. Und jetzt nehme ich das einmal hier, Weit-L mit Tiererkennung. Ich bestätige das einmal. Jetzt sind wir hier. Weit-L bedeutet dieses, was Sie hier auch im Display sehen, das rote Messfeld. Diese Augenerkennung arbeitet nur in diesem Bereich. Und wir sehen, sobald ich das Messfeld hier auf das Tiergesicht geschoben habe, wird eben hier das Tierauge erkannt. Egal, wenn ich jetzt die Kamera bewege oder wenn sich mein Motiv bewegen würde, nur in diesem Bereich haben wir jetzt die Augenerkennung.
Das finde ich insofern wichtig, damit ich eben nicht alle Augen im Bild erkenne. Als Hochzeitsfotograf habe ich das selber mit der Z6 häufig eingesetzt, das hatten wir heute Morgen schon mal erklärt, so beim Sektempfang, wo eigentlich mehrere Personen so in Aktion sind, die sich so ein bisschen gegenüberstehen. Und kaum hatte man sozusagen das Gesichtserkennung oder Augenautofokusfeld auf eine Person verschoben, hat die sich eventuell zur Seite gedreht und dann wählte die Kamera selber eine andere Person aus oder sprang hin und her. Das konnte ich teilweise auch verschieben, war aber in der Praxis immer ein bisschen zittrig und nicht so präzise. Und das Tolle ist jetzt, ich gebe hier einfach den Bereich vor und nur, Entschuldigung, da war die Kamera gerade ausgeschaltet, in diesem Bereich habe ich jetzt die Augenerkennung. Und das, was ich jetzt gerade aktiviert habe, was auch bei diesem Stoff hier wunderbar klappt, das war jetzt hier die Tieraugenerkennung. Ich drücke einmal nochmal die Taste I, ginge genauso gut über Autofokus-Taste vorderes Einstellrad und wähle jetzt hier einmal die Augenerkennung für Personen aus. Und das auch noch einmal bestätigen und jetzt sehen Sie, es funktioniert nicht mehr. Und da habe ich sehr gelacht, als ich das erste Mal ausprobiert habe. Also diese Augenerkennung kann wirklich unterscheiden zwischen Personen und zwischen Tieren. Und ich muss auch das Richtige wählen, wenn der Augenautofokus in dem Moment auch funktionieren soll. Also das fand ich super. Ich habe verschiedene Stofftiere ausprobiert. Mit diesem Bär hat das wunderbar geklappt. Der funktioniert hundertprozentig bei Tieraugenautofokus und hundertprozentig nicht, wenn man sozusagen menschliches Gesicht eingestellt hat. Oh, von daher, das fand ich super, ja. Auf die Gefahr, dass es bei mir nicht funktioniert, kann ich auch bei mir mal probieren. Okay, ja genau. Uli, genau, ja. Dein Einsatz. Durch die Scheibe. Und da sehen wir, durch die Scheibe durch, ja. Und noch ein Feature übrigens hier, je nachdem, wie groß das Auge ist, wechselt die Kamera zwischen Augenautofokus und wenn das Gesicht kleiner ist, sie bleibt hier so da. Jetzt haben wir plötzlich eine Gesichterkennung. Okay. Wenn ich wieder ranzoome, dann haben wir Augenerkennung und sobald der hier aus dem Messfeld raus ist, haben wir keine Erkennung. Ist er wieder okay. Im Messfeld drin mit den Augen, wird das Ganze wieder erkannt. Und das ist jetzt einfach diese Augen- und Gesichtserkennung auf das große Messfeld bezogen. Ich als Fotograf lege den Bereich fest, nur auf diesem Bereich sollen Gesichter erkannt werden. Finde ich super und klappt auch wunderbar. Frage von mir, vielleicht ein bisschen amateurmäßig. Funktioniert es auch mit dem Adapter mit F-Objektiven? Ja. Ja, also das funktioniert auch wunderbar mit dem FTZ-Adapter. Okay. Wir generell bei FTZ-Adapter kein Glas drin, kein Qualitätsverlust, weil keine Linsen, ist ja nur ein Abstandshalter. Klappt genauso gut mit normalen F-Objektiven, okay. Weil das ist einfach nur Erkennung hinten über den Sensor. Gut, ja. Ja. Weiß ja nie, was da so Nee. Funktioniert alles ohne Einschränkung. Nochmal einzuwerfen zum Thema FTZ-Adapter. Es funktioniert alles. So ziemlich ohne Einschränkung. Einzige wichtige Sache ist, wenn Sie einen FTZ-Adapter haben und die älteren nur AF-Objektive haben mit diesem Schraubenantrieb. Das funktioniert nicht mehr. Die werden jetzt zu rein manuellen Objektiven. Sobald Sie AFS und AFP-Objektive haben, funktioniert alles uneingeschränkt, ohne irgendwelche Verluste. Das ist schon... Ich meine, mehr kann man vom Adapter nicht erwarten. Ohne Probleme funktioniert. Er ist so unauffällig fehlerfrei. Ja. Und wenn du diese Kamera jetzt, ich sage mal, in der Praxis mit rausnimmst und ich sage mal, also Tier, Mensch, Autofokus funktioniert also mit neuen Features und aber funktioniert gut. Gibt es noch andere Sachen, wo man vielleicht sich ein bisschen umgewöhnen müsste, wenn man vorher eine Z6 vielleicht hatte oder eine von der D kommt vorher? Ja gut, Umstellung von den Spiegelreflexkammern ist natürlich generell, dass man jetzt einen elektronischen Sucher hat, mit einer Belichtungsvorschau, also solche Sachen. Von einer Z6 umgewöhnen auf eine Z6 II, nein. Also es sind dieselben Tasten da, es ist fast dasselbe Gehäuse in dem Moment. Ich habe jetzt nur zwei Speicherkarten drin, solche Sachen. Ich bekomme mehr Features, aber jetzt nicht, dass ich da irgendetwas neu lernen müsste. Das Feature mit dieser verringerten Blackout-Zeit beim Monitor... Ja. Betrifft Serienaufnahmen. Das betrifft Serienaufnahmen, je nachdem, wie ich die eingestellt habe. Beim Nachziehen. Genau. Okay. Oder generell, ich habe ja jetzt hier 12 Bilder pro Sekunde, im Gegensatz zu 10 Bildern pro Sekunde bei der Z6. Und vor allem den deutlich größeren Pufferspeicher, den will ich gerne auch nochmal zeigen. Bitte? Hier jetzt auch nochmal eine Sache, die wird auch die Z6-Besitzer ein bisschen neidisch machen. Auf der Rückseite der Kamera hatten wir diese Taste hier unten,
um die Bildfrequenzwähler, um den einzustellen, wenn man das Ganze nicht über die Taste I machen wollte. Und bei der Z6 war der ganz komisch belegt, weil der vom Bedienkonzept abwich. Ich drückte diese Taste und konnte jetzt nicht mehr touchen, sondern musste mit vorderem und hinterem Einstellrad arbeiten. Das ist jetzt geändert bei der Z6 II und Z7 II. Wenn ich hier drauf drücke, bekomme ich ganz einfach eine Ansicht hinten, die kann ich touchen. Jetzt sehen wir hier, ich habe hier gewählt H+ erweitert. Das wären jetzt also die 12 Bilder pro Sekunde. Und ich muss hier auch einmal noch drauf schauen. Ja, Speicherkarte leer. Ich bin im RAW-Format. Ich habe ISO-Automatik an, damit wir hier auch eine kurze Belichtungszeit haben. Sie sehen hier 80. Sekunde. Und dann schauen wir mal, die Kamera macht also 12 Bilder pro Sekunde. Das hält sie in dem Moment für knapp 13 Sekunden durch. Wir sehen jetzt hier auch, der Pufferspeicher zieht hier gerade runter, R13, R14 und jetzt da war der erste Stopp da. Jetzt würde die Kamera halt in der Frequenz schreiben, in der sie speichern kann. Und gerade das hier war jetzt ein Test auf der CF-Express-Karte. Da schaffen wir in dem Moment so 120 bis 130 Bilder in Folge. Bei XQD ist man etwa um 70 Bilder, genau, RAW-Format, 12-Bit Farbtiefe. Und bei XQD sind das etwa so 70 Bilder drum. Die Karte ist auch längst fertig mit Schreiben. Und wir schauen uns hier einfach mal das letzte Bild an, was wir hier gemacht haben. Und ich muss einmal, entschuldigen, durch die Einstellungen durch. Und Sie sehen, ich hoffe, auf dem Bildschirm genau rechts oben, das ist Bild hier 170 von 170. Sie hat also hier geschafft, 170 Bilder am Stück in 12 Bildern pro Sekunde. Und das ist der Unterschied. Die alte Z6 machte bei Dauerfeuer maximal 3 Bilder am Stück, dann war der Pufferspeicher voll. Jetzt sind wir über 9 Sekunden, die wir einfach hier durchgehend fotografieren könnten, wenn man das machen will. Und das ist eine Verbesserung auch geschuldet, dass wir einfach die zwei Prozessoren drin haben. Daten werden schneller verarbeitet, schneller auf die Karte geschrieben, vor allem mit CF-Express-Karten. Das braucht natürlich auch ein bisschen mehr Strom. Nein. Also Nikon hat gesagt, die Z6 II wäre sogar stromsparender als die Vorgänger. Es gibt da einen Stromsparmodus, habe ich gelesen. Aber das bezieht sich auf den Monitor oder genau, auf die Aufnahme? Naja, das bezieht sich im Moment auf die Darstellung auf dem Monitor, der Stromsparmodus. Okay. Dass da sozusagen mit weniger Bildern pro Sekunde gearbeitet wird, beziehungsweise eher schneller auch die Helligkeit verringert. Das ist alles im Moment gar nicht eingestellt. Ich gehe ganz einfach davon aus, dass vermutlich bei den zwei Prozessoren vielleicht auch einer schläft, wenn er nichts zu tun hat und nur einer das macht. So wie bei modernen Prozessoren auch, dass sie eben nicht beide immer Strom brauchen. Ja. Wird sich halt in der Praxis zeigen. Ich denke, es werden keine gravierenden Unterschiede da sein, aber wir schauen mal. Ja. Es gibt halt leider noch zu wenig Praxiserfahrung, die ist seit Anfang der Woche ausgeliefert. Ja, wir haben auch noch kein Feedback. Wir haben alle die welche haben wollten, durften wir liefern. Wir waren also sehr glücklich, dass wir welche hatten. Genau. Und es kommen wieder welche nach, hat uns der Vertrieb auch heute zugesichert. Ich würde mich freuen, wenn die Kamera möglichst viele Freunde findet. Verdient hat sie es auf jeden Fall. Nicht zu vergessen sollte man, dass im Moment noch diese Trade-in-Aktion läuft, wo sie uns eine beliebige, einigermaßen funktionsfähige Kamera liefern dürfen und dafür mindestens 200 Euro gutgeschrieben erhalten. Das ist schon mal ein Wort bei ihrer neuen Kamera. Und auch nicht vergessen sollte man die parallel laufende Sofort-Rabattaktion, die es bei Nikon gibt, wo auch viele Z-Objektive drin enthalten sind, zum Teil mit hohen Rabatten, dass also auch, ich sage mal, Standardbrennweiten wie ein 50er, 1,8 oder ein, was weiß ich, ein 35er irgendwie in eine Gegend kommen, wie man es eigentlich fast noch früher von den AfD-Objektiven gewohnt war. Fast. Ja. Nicht ganz. Also, viel gute Nachrichten, viel gutes Neues von Nikon auf der Z2 oder Römisch 2 Serie. Und wenn Sie irgendwelche Fragen dazu haben, stehen wir Ihnen gerne im Chat bereit. Nutzen Sie das, schreiben Sie uns. Der Herr Malmann und sein Kollege werden alles beantworten, so gut sie können. Und ansonsten, ja. Danke. Sehen wir uns wieder morgen. Ne? Schnelle Demonstration. Ich meine, die ist ja auch richtig schnell. Das ist mal schnell. Ja. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Slot wieder. Ja, schönen Abend. Dankeschön. Bis morgen. Dann gibt es zwei neue spannende Vorträge rings um Nikon. Ich freue mich, wenn Sie weiter zuschauen. Danke.